آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية كل الخلائق. Problem, pass auf vor den Salafisten, das sind die gefährlichsten. Pass auf vor denen, die mal anbeten. Na, die sind gefährlich. Pass auf, ihr Vogel, Abu Bara, Abu Maisa, ganz, ganz, ganz gefährlich. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Meine lieben Geschwister, es freut mich sehr, das erste Mal in Stuttgart als Prediger zu sein für einen Vortrag. Das ist eine Ehre für mich, unter euch zu sein. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen. Und ich danke Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns diese Möglichkeit gegeben hat. Und danach gebührt der Dank den Brüdern, die für diese Moschee verantwortlich sind, dass sie das ermöglicht haben und dass sie auch eine gute Vermutung von mir haben und dass sie sich auch darum bemühen, den Jugendlichen in der Wissenserweiterung oder beim Erlangen von Wissen zu helfen. Da die Brüder sehr darauf Acht geben, dass die Vorträge und sogar die Freitagspredigt auf Deutsch gehalten wird. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie dafür belohnen und uns an ihrem Beispiel folgen lassen. Amen. Das Thema, wie auf dem Flyer erwähnt, ist das Gute und das Böse. Al-Ma'rufu wal-Munkar. Wir als Ummah, wir als Muslime, zeichnen uns aus mit dem Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala und wir zeichnen uns damit aus, dass wir das Gute als gut erkennen und das Schlechte als schlecht erkennen. Und dass wir das Gute gebieten und das Schlechte verbieten. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ihr seid die beste Gemeinschaft, die zu den Menschen hervorgebracht wurde. Das heißt, ihr seid ausgezeichnet. Ihr seid besonders. Ihr seid gewaltig. Ihr habt eine hohe Stufe. Und wie Abu Huraira radiallahu anhu gesagt hat, die besten Menschen für die Menschen. Das heißt, die Muslime sind ausgewählte Menschen von Allah subhanahu wa ta'ala, die er bestimmt hat, um auf dieser Erde Gerechtigkeit walten zu lassen. Und die er dafür bestimmt hat, dass sie auf dieser Erde Frieden stiften. Und die er dafür bestimmt hat, auf dieser Erde das Gute als gut zu erklären und das Schlechte als schlecht zu erklären. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Dann erklärt Allah subhanahu wa ta'ala weiter, Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna anil munkari wa tu'minuna billah. Ihr gebietet das Gute und ihr verbietet das Verwerfliche und ihr glaubt an Allah. Über den Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala brauchen wir nicht zu diskutieren. Aber worüber wir heute reden möchten und diskutieren möchten, ist das Gute gebieten und das Schlechte verbieten. Ihr gebietet das Gute und ihr verbietet das Schlechte. Und ihr glaubt an Allah. Das heißt, damit zeichnet ihr euch Muslime aus unter den Völkern und unter den Religionsanhängern. Weil es gibt ja nicht nur Muslime, es gibt Juden und Christen und Atheisten und LGBTQ-Anhänger und Buddhisten und Hindus. Und, LGBTQ ist auch eine Religion, ja? Um das mal kurz erwähnt zu haben.
Das heißt, ihr Muslime seid unter diesen ganzen Leuten, die an irgendwas glauben. Die einen glauben daran, dass Gott ein Mensch ist, die anderen glauben daran, dass Gott ein Tier ist und die anderen glauben daran, dass es gar keinen Gott gibt. Die Atheisten, das ist auch ein Glaube, ja? Al-Ilhad heißt das auf Arabisch. Ihr Muslime, zeichnet euch unter diesen ganzen Menschen damit aus, dass ihr das Gute gebietet und das Schlechte verbietet. Dass ihr das Gute gebietet und das Böse verbietet. Aber bevor wir darüber reden, müssen wir erstmal die Frage stellen, kennen wir Muslime das Gute? Und kennen wir Muslime das Böse? Weil bevor du das Gute gebieten willst und das Böse verbieten willst, musst du was haben? Du musst darüber Wissen haben. Du musst wissen, das ist gut und das ist schlecht. Sonst kannst du ja nicht gebieten und nicht verbieten. Das heißt, du musst wissen, was ist gut und was ist schlecht. Du musst Wissen darüber haben, Kenntnis darüber haben. Und diese Kenntnis und dieses Wissen fängt wo an? Wer weiß es? Wo fängt das an? Zu wissen, was gut ist und zu wissen, was schlecht ist. Wo fängt das an? Im Kopf, in den Füßen, auf den Händen, auf der Zunge? Nein, davor. Wo fängt das an? Ich meine jetzt... Im Herzen. Die Taten des Herzens sind meiner Meinung nach und laut der Meinung vieler Gelehrten Taten, die sehr oft von uns Muslimen vernachlässigt werden und nicht berücksichtigt werden. Es ist schön, wenn man islamisch aussieht. Es ist schön, wenn man eine Masjid eröffnet und gründet. Aber viel schöner und viel wichtiger ist, dass man die Herzen gründet. Auf was? Auf den Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala. Und darauf, dass man Kenntnis darüber hat, was überhaupt gut und schlecht ist. Deswegen das Thema, was wir heute ansprechen, ist ein Thema des Herzens. Ein Thema des Herzens. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einem authentischen Hadith, bei Muslim überliefert, von Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, er sagte, man ra'a minkum munkaran, فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ. Wer von euch, مَنْ رَأَ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ. Wer von euch ein Übel sieht, der soll es mit seiner Hand ändern. Das heißt, dieses Übel, was du vom Herzen her kennst und was du vom Herzen her spürst, das sollst du mit deiner Hand ändern. فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. Wenn er es nicht mit der Hand ändern kann, dann womit? Mit seiner Zunge. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Wenn er es aber nicht mal schafft, das Übel mit seiner Zunge zu ändern, dann soll er es mit seinem Herzen verabscheuen und das ist die schwächste Stufe des Iman. Wir leben in einer Zeit, meine lieben Geschwister im Islam, wo das Übel Übermacht hat. Wir leben in einer Zeit, wo die Welt vom Scheitan regiert wird. Nenn es Freimaurer, nenn es Illuminaten, nenn es wie auch immer du willst. Es ist eine Zeit, wo der Scheitan die Macht hat. Und seine Soldaten natürlich. Weil der Scheitan ist ja nicht alleine. Er hat Soldaten von den Dschinn und von den Menschen. Wir leben in einer Zeit, wo die Frauen das Sagen haben. Und wo sie die Welt kontrollieren. Wir leben in einer frauenkontrollierten Welt. Und das sind keine gottesfürchtigen Frauen, ja, mal so nebenbei, das sind Frauen, die nichts mit Allah zu tun haben. Wir leben in einer Welt, wo die Sünden normal sind und die guten Taten fremd sind. Wir leben in einer Zeit, wo der Kufr normal ist und der Iman unnormal ist. Wir leben in einer Zeit, so wie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Er sagte, وَيْلٌ لِلْعَرَبْ مِنْ شَرِّ الْقَدِ اقْتَرَبْ. Wehe den Arabern, das heißt den Muslimen, vor einem Übel, was nah ist. Er sagte sallallahu alaihi wasallam, فُتِحَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِي. Er sagte, يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ kennt ihr. Ja, diese zwei Völker, die gottlos, zerstörerisch, sündhaft sind.
Und die Allah subhanahu wa ta'ala auch im Koran erwähnt hat, und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte auch, dass sie am Ende der Tage auf diese Erde kommen werden und viel Übel leisten werden. Er sagte sallallahu alaihi wa sallam, auch in anderen Überlieferungen erwähnte er, dass sie in einem, wie sagt man, in einem Versteck sind, ja, wo sie immer wieder graben, damit sie rauskommen. Al-Muhim, er sagte, in diesem Versteck haben sie so weit gegraben, dass sie ein Loch bekommen haben. Sie haben ein Loch gegraben. Und das Loch ist so groß, ja, hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt. Und einer seiner Frauen, das war Zainab bint Juhasch, radiallahu anha, um al-Mu'minin, sie fragt ihn, ja Rasulullah, anahlaku wa fina salihun, gehen wir zugrunde, während die Rechtschaffenden unter uns sind? Gelehrte, Fuqaha, Rechtschaffene, Mujahidun, Mutasaddiqun, Leute, die Da'wah machen, Leute, die Gutes tun, die beten, die fasten, werden wir zugrunde gehen, obwohl es gute Leute unter uns gibt. Er sagte, sallallahu alaihi wa sallam, na'am, idha kathur al-khabath, ja, wenn das Üble überwiegt. Die Muslime hatten schon immer Probleme gehabt. Angefangen von der Zeit der Sahaba, bis zur Zeit der Abbasiden, bis zur Zeit der Umayyaden, bis zur Zeit der Seldschuken, bis zur Zeit der Osmanen, gab es schon immer Probleme. Es gab Menschen, die gesündigt haben, es gab Verräter, es gab Gebiete, die Muslime verloren haben. Es gab immer Konflikte. Aber es gab noch nie eine Zeit, wo das Übel, der Kufr, die Sünde, die Schwäche überwiegt hat, so wie das jetzt der Fall ist. Das gab es nicht. Sowas gab es nicht in der Geschichte des Islam. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, wenn diese Zeit kommen wird, dann wird die Strafe kommen und wird das Übel kommen und dann werden die Muslime unterdrückt und man macht mit ihnen, was man will. Und das aufgrund dessen, dass das Übel einfach zu viel ist. Dass die Sünden normal geworden sind. Heute ist das ja normal. Wie ich gesagt habe, die Sünden sind normal, die guten Taten sind unnormal. Wenn jemand angefangen hat zu beten, dann sagt, oh, mashallah, bist du Hodja geworden oder was? Ja? Er hat angefangen zu beten. Was ist los mit dir? Bist du jetzt etwa Hodja geworden oder was ist los mit dir? Ja. Der Bruder sagt, ich trinke keinen Alkohol mehr. Was ist los mit dir? Die Schwester sagt, ich habe nichts mehr mit Männern zu tun. Bist du etwa, warst du in Mekka oder was hast du gemacht? Ja? Das heißt, die Sünden sind normal geworden unter die Muslime. Dann kommt noch, wenn wir über die Nicht-Muslime reden, da sind auch viele Dinge normal geworden, die nicht normal gewesen sind. Meint nicht, dass dieses LGBTQ-Thema schon immer normal gewesen ist unter den Nicht-Muslimen. Nein. Die deutschen Nicht-Muslime, die Christen, Protestanten wie auch Katholiken. Es waren Menschen vor 50, 60, 70 Jahren, die Moral hatten. Da gab es keine Beziehungen außerhalb der Ehe. Da gab es keine Unzucht. Da gab es keinen Ungehorsam gegenüber dem Ehemann. Da gab es keinen Ungehorsam gegenüber den Eltern. Da gab es nicht diese Scheidungsrate, die wir heute haben, unter den Nichtmuslimen. Das heißt, selbst unter den Nichtmuslimen gibt es heute Dinge, die normal sind, aber früher nicht normal gewesen sind. Was ich damit sagen will, ist, in so einer Zeit musst du trotzdem das Übel als Übel sehen, auch wenn es normal ist bei den Menschen. Das Böse als Böse sehen, auch wenn es normal ist unter den Menschen. Und vor allen Dingen musst du das Übel als Übel ansehen von deinem Herzen her, auch wenn du was nicht mit deiner Zunge etwas dagegen tun kannst und mit deiner Hand dagegen etwas tun kannst. Das ist so, das ist meistens so. Wenn hier diese Moschee anfängt, die ganze Zeit über LGBTQ zu reden und der Imam macht eine ganze Khutbah über LGBTQ und man warnt die Muslime und man sagt, passt auf eure Kinder auf in der Schule, passt auf eure Kinder auf im Kindergarten. Was meint ihr, was dann los ist?
Was meint ihr, was dann los ist? Wenn Muslime anfangen, über diese Themen zu reden, ja, auf einer intensiven Art und Weise, bekommen sie Probleme. Vielleicht wird der Imam, vielleicht wird so viel Druck auf die Moschee ausgeübt, dass man sagt, guck mal, der Imam muss weg. Vielleicht wird so viel Druck auf die Moschee ausgeübt, von Seiten der Nicht-Muslime, von Seiten der Behörden und so weiter, ja, dass dann irgendwann mal hier irgendwelche Demos stehen und irgendwelche LGBTQ-Leute dann meinen, dass sie gegen diese Moschee agieren sollen. Das heißt, wir leben in einer Zeit, wo du subhanallah nicht mal die Möglichkeit hast, mit der Zunge gegen das Übel zu reden. Was bleibt dann noch übrig? Was bleibt dann noch übrig? Das Herz. Das Herz. Das heißt, dass du von deinem Herzen her das Übel als Übel siehst. Und nicht nur das. Dass du dir wünschst, dass das Übel wegkommt. Nicht nur, dass du dir wünschst, dass das Übel, nicht, dass du nur von deinem Herzen her erkennst, dass das Übel übel ist. Nein, du musst dir vom Herzen her wünschen, dass dieses Übel weggeht. Auch wenn es die Menschen praktizieren. Wenn du einen Bruder siehst, der nicht betet, muss das dein Herz treffen. Wenn du von einer Schwester hörst, die Unzucht begangen hat und davon schwanger geworden ist, das muss dein Herz zerstören. Wenn du siehst, wie Muslime in Türkistan, in Palästin und anderswo unterdrückt und ermordet werden, dann muss das dein Herz bewegen. Davon rede ich. Du darfst, dein Herz muss immer in Bewegung sein. Weil wenn dein Herz nicht mehr in Bewegung ist, dann ist es was? Dann ist es tot. So wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Er sagte, Iyakum wa kathrat al-dahik. Fa inna kathrat al-dahik tumitu al-qulub. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, lacht nicht so viel. Denn das viele Lachen zerstört die Herzen. Und bringt die Herzen dazu zu sterben. Was will der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam damit sagen? Er will damit sagen, dass du dein Herz immer in Bewegung setzen sollst mit dem Wicken und mit den Gedanken an den Islam und an die Muslime. Und du sollst dein Herz bewegen, indem du immer das Übel als Übel siehst und das Böse als Böse siehst, auch wenn die Menschen es praktizieren. Kommen wir zu diesem Hadith. Dieser Hadith hat eine Geschichte. Ihr wisst ja, die Hadith bei Bukhari und Muslim und Abu Dawud und Nasa'i und anderswo. Oft haben diese Hadith eine Geschichte. Also, was heißt Hadith überhaupt? Mal so gefragt jetzt. Was heißt Hadith? Das ist ja ein arabischer Begriff. Wenn wir sagen Hadith des Propheten Sassen. Was bedeutet Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Überlieferung. Richtig? Okay. Sprachlich bedeutet es aber nicht Überlieferung, sondern es bedeutet Gerede. Ja, die Ansprache, die Rede, Al-Hadith. Ja, haddatha yuhadithu haditha. Das heißt, jemand redet. Wenn jemand redet, sagt man, hadha yuhadith. Dieserjenige spricht. Aber wir sagen oft dazu was? Überlieferung. Von wem wird die Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam an erster Stelle überliefert? Wer ist derjenige, der sagt, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt? Wie nennt man diesen Menschen? Sind Sahaba. Und die Einzahl ist? Also Sahaba ist Mehrzahl. Und die Einzahl ist? Sahabi. Genau. Zum Mann sagen wir Sahabi. Zur Frau sagen wir? Ja? Was nochmal? Sahabiya. Ja? Sahabiya. Da ist das Zahmarbota. Das ist ein Zeichen dafür, dass es um eine Frau handelt. Fatima zu, ja? Zum Beispiel. Fatima zu, ja? Ist Tamarbota Sahabiyatu. Al-Muhim. Dieser Sahabi, oft ist es so, dass wenn er diesen Hadith erwähnt, das mit einer Geschichte zu tun hat, die gerade passiert. Da passiert irgendwas und dann sagt er, Rasulullah hat gesagt. Bei diesem Ereignis hier war es so, dass es in der Zeit des, nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gewesen ist, natürlich. Es war in der Zeit der Umayyaden. Ihr wisst ja, es gab die Abbasiden, die Umayyaden, ja. Umayyad, Banu Umayyad, das war ein Herrscher, König. Da gab es einen Mann namens Marwan ibn al-Hakam. Er war König, Sultan, nenn ihn wie du möchtest, Emir. Was hat er gemacht? Ihr wisst ja, im Eid
Eidgebet, Bayram-Gebet ist es ja so, wir kommen in die Moschee, wir beten zusammen und dann macht der Imam eine Khutbah, er hält eine Predigt, richtig? Dieser König, weil damals war es so, dass der König die Ansprache hielt, er hat das gewechselt. Er wollte erstmal die Khutbah halten und danach beten. Ja, er wollte erstmal die Khutbah machen und danach beten. Und dann kam ein Mann und hat ihm gesagt, was machst du da? Sowas kennen wir nicht aus der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das ist eine Bid'a, das ist eine Erneuerung, das darf man nicht machen. Dann sagte er zu ihm, ja, die Zeit des Propheten ist nicht mehr. Wir leben in einer anderen Zeit. Damit wollte er sagen, ja, die Leute, die beten zwar mit uns, aber wenn, sobald der Imam Khutbah macht, dann hauen alle ab, ja? Und er hat ihm gesagt, nein, das ist falsch, was du gemacht hast. Sowas darf man nicht machen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das nicht gemacht. Zu wem sagt er das? Er sagt es zum König der Muslime, zum Emir, zum ja, Khalif. Nicht zu irgendjemandem, sondern zu jemandem, der sozusagen über Leben und Tod entscheiden kann. So. Oder der ihn ins Gefängnis stecken kann. Oder der alles mit ihm machen kann, was er sich wünscht. Und dann sagte Abu Hurairah radiallahu anhu, was diesen Mann angeht, so hat er das getan, was für ihn Pflicht gewesen ist. Ich habe den Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört, wie er gesagt hat, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Wer von euch ein Übel sieht, der soll es mit seiner Hand ändern. Und dazu, aufgepasst, dieser Mann, er hat diesen König an der Kleidung gehalten und hat ihn zurückgehalten und gesagt, was machst du? Das heißt, er hat es mit seiner Hand geändert und mit seiner Zunge natürlich und mit seinem Herzen brauchen wir gar nicht zu reden. Er sagt, ich habe den Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört, wie er gesagt hat, wer von euch etwas Übles sieht, er soll es mit seiner Hand ändern und wenn nicht, dann mit seiner Zunge und wenn nicht, dann mit seinem Herzen. Und das ist der schwächste Glaube. Es gibt einen anderen Hadith, der das auch nochmal verdeutlicht, wie wichtig es ist, wirklich das Böse als Böse zu sehen und das Gute als Gute zu sehen und vielleicht auch irgendwann mal die Stufe zu erreichen, das Böse zu beseitigen und das Gute zu verbreiten. Von Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu überliefert, er sagte, an den Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, erwähne es auf Arabisch und dann übersetze ich. Weil es ist immer wichtig, dass wir die Verse aus dem Koran und die Hadith auch mal auf Arabisch hören, auch wenn wir das nicht verstehen. Ja? Damit wir so ein Gefühl für die arabische Sprache bekommen. Ja? Aber das ist sehr wichtig. Weil die arabische Sprache ist die beste Sprache. Kein Türkisch, kein Albanisch, kein Bosnisch. Nein, Arabisch ist die beste Sprache. Okay, sage ich das, weil ich ein Araber bin, weil ich nationalistisch bin? Nein. Ich sage das, weil zuerst einmal ist die arabische Sprache die Sprache des Koran. Und die Sprache von? Wie heißt er? Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Und die Sprache der Scharia. Und die Sprache der Sahaba. Und die Sprache des Wissens. Dazu kommt, dass die arabische Sprache, aufgepasst, richtig gut zuhören, die einzige Sprache ist auf dieser Welt, die nicht zu verändern gilt. Was nochmal? Die arabische Sprache ist die einzige Sprache in dieser Dunya, die nicht verändert wird. Deutsch, wenn wir jetzt mit einem deutschen Schwaben, sage ich mal, vor 100 Jahren hier sitzen würden, wir würden ihn nicht verstehen und er würde uns mit unserem Hochdeutsch nicht verstehen. Warum? Weil sich die deutsche Sprache geändert hat. Und sie ändert sich von Jahr zu Jahr. Es gibt Wörter, die weggenommen werden, Wörter, die dazu hinzugefügt werden. Ja? Dann werden irgendwelche Aussagen, irgendwelche Bedeutungen geändert und so weiter. In der arabischen Sprache? Niemals. Wenn du heute Arabisch lernst, auf vernünftige Art und Weise, kannst du Rasulullah sallallahu alaihi wasallam verstehen, als ob er vor dir stehen würde. Allahu Akbar. Al-Muhim. Er sagt auf Arabisch, ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي. Es gibt keinen Propheten vor mir, wo Allah subhanahu wa ta'ala nicht eine Gruppe geschickt hat. إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب. Außer dass er aus seiner Gemeinschaft heraus
Hawariyun hatte, Jünger und Ashab. Ihr habt das gerade gehört, ne? Ashab, Sahaba, Sahabi, ja? Das heißt auf Deutsch was? Gefährte, Gefährten, also Freunde, Schüler, Helfer. Was ist die Aufgabe von diesen Leuten, die mit den Propheten immer gewesen sind? Also Propheten auch vor Rasulullah. Also Isa a.s. hatte auch Sahaba. Wie nennt man sie? Jünger. Die Deutschen sagen Jünger. Die Araber sagen Hawariyun. Allah sagt das auch im Koran. Hawariyun, das heißt die Jünger. Musa genauso hatte Sahaba. Ibrahim, alle Propheten hatten Sahaba. Unterstützer, Helfer, Schüler und so weiter. Was war die Aufgabe von diesen Menschen? Und wir wissen ja, die Sahaba waren die besten Menschen nach dem Propheten und die Gesandten. Das heißt, sie sind sogar unsere Vorbilder. Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, allein nur, wenn wir diese Namen hören, Khalid, Mualid, Usama, Ibn Zayd und ja, Abu Ubaidah, Ibn Jarrah, Bilal al-Habashi, Hamza, Ibn Abdul Muttalib, Sahaba, allein nur wenn du diese Namen hörst, du bist am Fliegen, mashallah, du bist am Träumen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nennt hier die Aufgaben der Sahaba und die Aufgaben der Muslime, die nach den Sahaba kommen. Er sagt, يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ. Das erste, was sie machen, ist, dass sie von seiner Sunna nehmen. Das heißt, dass sie den Islam so praktizieren, wie der Prophet das auch gezeigt hat. Nicht wie der Vater es gezeigt hat, der Opa, der Hodja, der Schauspieler. Ich habe mal in Mekka jemanden gesehen, wie er gebetet hat. Ich habe mal in Medina gesehen, jemand hat sich irgendwo gekratzt und ich mache das auch. Ja? Gibt es viele. Du sagst ihm, warum machst du das? Sagt er, ich war mal damals in Mekka gewesen, habe ich gesehen, dass jemand das gemacht hat. Masha'Allah, wen hast du da gesehen? Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim. Wen hast du da gesehen? Hast du irgendeinen, Allahu a'lam, Pakistaner, Bangladeschi, Marokkaner, Algerier gesehen, der irgendwas gemacht hat? Und zwar heute noch, wirklich. Ich weiß, wer von euch war schon in der Umrah, im Hajj, Umrah? Okay, möge Allah subhanahu wa ta'ala den anderen den Erfolg geben dazu. Amen. Ja, du brauchst, Wallahi, du brauchst einfach nur ein bisschen an irgendeiner Tür in Medina und Mekka zu streichen. Du siehst, der danach macht das auch. Der danach macht das auch. Und dann irgendwann mal, ja, Generationen später, ja, heißt es, ja, dein Opa damals, vergiss es nicht, wenn du nach Mekka gehst, dann gehe zum Tor so und so und streiche da, denn dein Opa und dein Opa, die haben das alle so gemacht. Irgendwohin. Das erste, was sie machen, ist, dass sie von seiner Sunna nehmen. Übrigens, ihr dürft lachen, ja. Viele Brüder, die schämen sich, darf ich jetzt lachen oder nicht? Kein Problem, ja, man darf lachen. Man darf auch weinen, alles kein Problem. Er sagte, sie nehmen von seiner Sunna. يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ. Das bedeutet, dass sie den Islam so praktizieren, wie er es gezeigt hat. Das Erste. وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ. Und sie folgen seinem Befehl. Egal in welcher Form. Der Islam ist nicht nur beschränkt auf Beten und Fasten und Hajj machen. Der Islam ist ein System. Und deswegen werden wir Muslime auch so bekämpft. Warum werden wir Muslime so bekämpft? Warum wird der Islam so bekämpft? Weil wir Muslime haben eine Religion, die für alles eine Antwort hat. Christentum hat das nicht. Judentum hat das nicht. Der Islam ist die einzige Religion, die dem Säkularismus und dem Liberalismus die Stirn bieten kann. Warum? Weil der Islam ist ein System. Egal wo, ob es um Familienangelegenheiten geht, ob es um Wirtschaftsangelegenheiten geht. Ja, sogar im Krieg erklärt der Islam dir, wie du dich zu verhalten hast. Die Nichtmuslime hatten das nicht bis im 20. Jahrhundert. Die ganzen Regeln, die jetzt entstanden sind, die Genfer Konfession und diese ganzen Regeln, ja, wie man sich im Krieg zu verhalten hat, Gefangenenaustausch und so weiter, das kam erst wann? Wer weiß es? Erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Davor gab es keine Regeln. Und deswegen, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, deswegen seid stolz auf eure Religion, meine lieben Brüder,
Seid stolz auf eure Religion, die Religion der Wahrheit. Als Rasulullah sallallahu alaihi wasallam damals Mekka eröffnet hat, kamen die Leute von Quraysh zu ihm. Und dann sagte er sallallahu alaihi wasallam zu ihnen, er fragte sie: Was denkt ihr, was ich mit euch machen werde? Das heißt, was denkt ihr? Denkt ihr, ich werde euch so behandeln wie die Perser, als Eroberer die Menschen behandeln, die Römer, die Chinesen, die Abessinier? Weil damals gab es keine Regeln. Wenn die Abessinier, die Chinesen, die Römer, die Byzantiner, alle Völker, die Mongolen, die Europäer, wenn sie und selbst die Araber, die Mushrikin von Quraysh, wenn sie ein Gebiet erobert haben im Kampf, haben sie mit den Menschen gemacht, was sie wollen. Meistens war das so, dass sie einfach die Dörfer und die Städte zerstört haben. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragt sie: Was denkt ihr, was ich mit euch machen werde? Was haben sie geantwortet? Die Mushrikin von Quraysh, sie sagten zu ihm: Innaka karimun ibn karim. Du bist ein Edler, Sohn eines Edlen. Das heißt, du wirst uns mit den Regeln des Islam behandeln. Und genau so hat es damals 1453 Abul Futuh Muhammad al-Fatih gemacht, als er Konstantinopel, das heutige Istanbul, eröffnet hat. Er kam 1453, Istanbul hieß damals Konstantinopel, ja. 1453 hat Muhammad al-Fatih, ja, die Türken sagen Sultan Mehmet Fatih oder Sultan Fatih Mehmet. Dieser Mann hat mit jungen Jahren, er war ungefähr um die 20, hat er 1453 Istanbul eröffnet, das damalige Konstantinopel. Als er diese Stadt eröffnet hat, kam er dann zur Hagia Sophia. Wer kennt die Moschee Hagia Sophia? Ja? Die meisten. Es ist eine gewaltige Moschee. Und diese Moschee Hagia Sophia, das war eine Kirche damals gewesen. Und das war die größte Kirche der orthodoxen Christen. Sprich Griechen, Russen, Rumänier, ja, Rumänen, Bulgaren, Serben. Das war für sie die Kirche. Die Kirche war für sie wie heute für uns Mekka. Oder wie Rom, Vatikan für die Katholiken. Und Muhammad al-Fatih ging dann in diese Moschee, diese Kirche, die er dann später zu einer Moschee umgewandelt hat. Er kam rein und die Byzantiner haben sich vor ihm niedergeworfen. Aus Angst, dass er sie vernichtet. Und dann hat er zu ihnen gesagt: Steht auf. Ich bin Muhammad, der Sohn von Murad. Und ich bin gekommen, um euch zu sagen, ihr seid freie Menschen und ihr dürft eure Religion so praktizieren, wie ihr wollt. Und deswegen haben die Menschen damals in Konstantinopel, Christen sowie auch Juden, mit den Muslimen zusammengelebt. Und das gab es in allen Ländern der Muslime. Von Marokko bis nach Indonesien, bis nach Wien, ja, sprich Balkan. Wenn der Islam so blutrünstig gewesen wäre und so terroristisch veranlagt, so wie es die Nicht-Muslime und die Islamhasser vor allen Dingen behaupten, dann gäbe es nicht einen einzigen Nicht-Muslim im Balkan. Dann gäbe es keine Serben, die orthodox sind. Dann gäbe es keine Nicht-Muslime in Mazedonien und in Rumänien und in Bulgarien und so weiter. Obwohl das alles muslimisches Gebiet gewesen ist. Das war alles muslimisches Gebiet. Die Muslime haben dort in der Mehrheit gelebt. Viele wissen das nicht. Sogar Balkanesen selber, Albaner, Bosnier, wissen nicht, dass die meisten, die dort gelebt haben, Muslime gewesen sind. Und die Christen in der Unterzahl gewesen sind. Aber trotzdem haben die Muslime die Christen nicht dazu gezwungen, Muslime zu werden. Nein, wenn du Muslim werden wolltest, kein Problem, kannst du Muslim werden. Wenn nicht, bleib so, wie du bist. Nur mach keine Unruhe.
Mach keine Unruhe, ja, tu nichts Böses und so weiter. Das heißt, nochmal zurück, das ist die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das Beispiel der Sahabe, woran wir uns halten. Dann sagte er sallallahu alaihi wasallam: "Thumma innaha takhlufu min ba'dihim khuluf." Nach der Zeit der Propheten und der Sahaba werden Generationen kommen. Yaquluna ma la yaf'aluna wa yaf'aluna ma la yu'marun. Sie werden das sagen, was sie nicht tun. Und sie werden das tun, was ihnen überhaupt nicht befohlen wurde. Das ist die Zeit heute. Ja, wenn du Muslime siehst, mashallah, jeder kann über den Islam reden. Jeder kann sagen, fürchte Allah. Jeder kann sagen, achi, pass auf. Aber wenn du nach den Taten guckst, Allah musta'an, die wenigsten machen das. Was sagte er weiter? Er sagte, wa yaf'aluna ma la yu'marun. Und sie machen Dinge, die ihnen gar nicht befohlen worden sind. Jetzt kommen Muslime auf einmal in Deutschland, die den Islam so weichspülen wollen, ja? Diese, wie ich sie nenne, BRD-Prediger. Ja? Sagen, nein, ist kein Problem, pass auf vor den Salafisten. Das sind die gefährlichsten. Pass auf vor denen, die Wahhabiten. Ja, die sind gefährlich. Pass auf, Pierre Vogel, Abu Bara, Abu Meister, ganz, ganz, ganz gefährlich. Ja? Hijab, weiß nicht so, ja, kannst du tragen, aber mit bunten Farben, Schminke, Parfüm, alles gar kein Problem. Alles kein Problem. Bart tragen ist nicht sünnet. Sünnet, Bruder, sünnet. Ja? Wenn du machst, gut, wenn nicht, ist auch kein Problem. Ja? Rauchen, Meklö, kein Problem. Ja, wenn du rauchst, wallahi, wallahi, es gibt Brüder, möge Allah uns und sie recht bleiben. Wallahi, vor dem Gebet ist er am, wir sagen bei uns in Afghanistan, buffen. Sagt ihr das auch, buffen? Ja? Ist er paffen. Vor dem Gebet. Ja, letztens auch ein Bruder, der betet neben mir und steckt mir so Subhanallah. Rauch doch nach dem Gebet. Ja? Okay, wenn du gebetet hast, nach Hause nachrauchen. Nein, vor dem Gebet, wallahi. Wir haben Bruder gesagt, die haben immer Raucherpause draußen von der Moschee. Wallahi, am Rauchen, Allahu Akbar, Allah. Ah, Adhan, ja, lass mal, aber lass mal reingehen, komm. Lass mal reingehen, komm. Ist Gebet jetzt. Als ob er gerade irgendwo in der Schicht ist. Pause, ja, Schicht ist zu Ende. Pause ist zu Ende, zurück zur Schicht, ja. Subhanallah, wallahi. Und dann, wenn du mit ihm redest, sagt der Bruder, wo steht das im Koran? Wo steht im Koran, dass Rauchen verboten ist? Ja, steht da nicht. Da steht auch nicht, dass Drogen verboten sind. Da steht auch nicht, guck keine schmutzigen Filme an. Da steht auch nicht, geh nicht zur Spielhalle. Lotto, Toto und so weiter. Das steht da nicht drin, ja. Aber da steht drin, la taqtulu anfusakum, tötet euch nicht selber. Steht im Koran drin. Und das Rauchen ist, wie die Deutschen sagen, Tod auf Raten. Also was willst du noch mehr? Rasulullah ist auch schon gesagt, la darara wa la dirar. Es gibt keinen Schaden und kein sich selber Schaden zufügen, das ist verboten. Aber nein, die machen Dinge, die ihnen gar nicht verboten, die ihnen gar nicht befohlen worden sind. Dann über die Bid'ah, hu hu und so weiter, brauchen wir gar nicht zu reden, ja, in den Moscheen leider, hu hu und ha ha und die Bid'ah, die nach dem Gebet gemacht wird, vor dem Gebet, nach dem Gebet, wir werden uns recht halten. Wo soll ich anfangen? Ich verstehe das nicht, wie kann man das Gebet 3 Minuten machen und den Wickel danach eine halbe Stunde? Erklärt mir das bitte. Wie geht das? Das, was Pflicht ist, zack, 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 zack. Und das, was gar keine Pflicht ist, und dann noch Bid'ah dazu, halbe Stunde. Halbe Stunde. Und dann, ich weiß, ich verstehe das nicht, dann mischen die noch, letztens auch ein Bruder mischte einfach Türkisch da rein, beim Wickel. Onkel ist mein Nachbar, ja, Onkel Sünder, man möge Allah ihn bewahren, ihn beschützen. Ich sage, Amjad, was war das gerade? Er sagt, was? Ich so, da war ein bisschen Türkisch drin. Er sagt, ja, ab und zu muss das auch mal sein. Sagt er. Ja, ich kenne den Dicken nach dem Gebet, ne? Allahumma anta as-salamu wa minka as-salam, tabarak ta hadha al-jalali wal ikram, ja? Ala rasulina salawat. Und dann, ich kenne das ja, ist immer das Gleiche. Und dann irgendwann mal höre ich so ein bisschen Türkisch, ein bisschen hier und da. Und wie der Prophet aus ihm gesagt hat, sie machen Dinge, die ihnen nicht befohlen worden sind. Und das macht die Sache immer schwerer. Ihr müsst wissen, diese Erneuerungen, das ist Erschwernis. Es gibt Brüder, die nach dem Gebet arbeiten müssen.
Es gibt Brüder, die sitzen wie auf heißen Kohlen. Die Frau sagt, hör mal, wenn du nicht zum Lidl fährst, heute ist ein Problem. Ja? Der muss unbedingt einkaufen, der muss seine Mutter zum Krankenhaus fahren. Aber das Problem ist dieser Gruppenzwang dann. Ne? Man denkt so, aber wenn ich jetzt aufstehe, die machen gerade Wicker, dann sieht das blöd aus. Nee, steh auf und mach dein Ding. Das ist keine Pflicht, wo du sitzen musst. Ja? Steh auf und mach weiter. Aber nein, die machen Dinge, die ihnen gar nicht befohlen worden sind. Rasulullah, was macht das nicht befohlen? Ja, achi. Rasulullah, was macht nicht gesagt, wir sollen Torten backen und sagen, ja, Rasulullah, Maulana, ja, Rasulullah, Geburtstag feiern für ihn. Das hat er nicht gemacht und das hat er nicht gesagt. Möge Allah uns recht sein. فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِ Jetzt zum Punkt. Wer Dschihad gegen sie macht, das heißt, sich da abmüht, ja, und dafür sorgt, dass dieser Blödsinn aufhört. فَهُوَ مُؤْمِنْ Der ist gläubig. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ Derjenige, der dagegen was tut mit seiner Zunge, der sagt, hey Leute, hört auf damit, das ist bitter, macht das nicht, das ist Erschwernis. Der ist ein Gläubiger, فَهُوَ مُؤْمِنْ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنْ Und genauso derjenige, der dagegen etwas tut, guck mal, Dschihad. Diejenigen, die sagen, Dschihad, Leute, heiliger Krieg. Der Prophet sagt, du sollst Dschihad mit deinem Herzen machen. Bedeutet was? Du sollst dich anstrengen. Du sollst etwas dagegen tun. Wer aber mit seinem Herzen dagegen was tut, der ist auch ein Gläubiger. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ Er sagt, aufgepasst, wer aber nicht mal mit seinem Herzen dagegen was tut, der hat keinen Iman und das nicht mal in der Größe von einem Senfkorn. Habt ihr gehört? Er hat gar keinen Iman. Nix. Er sieht, wie Kufr verbreitet wird, LGBTQ, dies, das, kein Problem. Ja, ist halt so, was willst du machen, Bruder? Ist halt so. Ich habe jetzt nicht gesagt, du sollst eine Demo veranstalten und eine Kundgebung gegen LGBTQ, aber zumindest, dass du das verabscheust, zumindest, dass wir darüber reden und sagen, hey, was ist da los eigentlich? Subhanallah. Und das ist ein Angriff auf unsere Kinder, meine lieben Geschwister. Ihr müsst das wissen. Das ist kein Spiel, kein Spaß. Das ist sehr, sehr gefährlich. Wallahi. Irgendwann mal wird dein Sohn kommen und sagen, ich fühle mich im falschen Körper. Wallahi. Das kann passieren, wenn du nicht aufpasst. Und die sind so krank, dass die das sogar, wenn das irgendein Psychologe hier nachweisen kann, dann kriegt er sogar Geld dafür von der Krankenkasse, damit er sein Geschlecht ändert. Und aufgepasst, es gibt jetzt sogar das Gesetz, den Vorschlag, ja, dass man jedes Jahr sein Geschlecht ändern kann. Subhanallah, wie krank, Audubillah, wie krank ist das? Und subhanallah, wallahi, es gibt nicht Muslime, die uns, sag ich mal, uns Prediger dafür loben, dass wir die Einzigen sind, die noch was dagegen tun, die noch was dagegen sagen. Nicht Muslime, Christen, die sagen, ihr Muslime, ihr seid die Einzigen, die noch Moral haben, die mit diesem Wahnsinn nicht klarkommen wollen. Das ist ein Wahnsinn, ist das, das ist so nicht mehr normal. Und deswegen, du musst es verabscheuen, mein lieber Bruder und meine liebe Schwester. Und wenn das nur mit dem Herzen ist. Ich weiß, wir sind alle schwach. Und oft kommt es vor, dass wir nichts sagen können, nichts tun können. Aber zumindest was? Mit dem Herzen verabscheuen. Es wird von Abu Juhayfa überliefert, dass Ali ibn Abi Talib gesagt hat, das Erste, worin ihr schwach werdet in Bezug des Dschihad, ist der Dschihad mit euren Händen. Das sagt wer? Ali ibn Abi Talib. Er spricht über die Zukunft. Er sagt, es wird eine Zeit kommen, wo ihr Muslime gar nichts machen könnt. Gar nichts dagegen machen könnt, was alles so passiert. Das erste, was passieren wird, wird sein, dass ihr nicht mal mit euren Händen die Dinge ändern könnt. Dann der Dschihad mit eurer Zunge. Dann der Dschihad mit eurem Herzen. Subhanallah. Er meint damit, es werden Muslime kommen, denen alles einfach völlig egal ist. Mach was, egal, ist doch nicht mein Problem. Soll er machen, was er will. Seine Schwester trägt kein Hijab, kein Problem. Seine Mutter trägt kein Hijab, kein Problem. Seine Schwester, seine Tochter sogar hat einen Freund, soll sie machen, was sie will. Soll sie ein bisschen Erfahrung sammeln. Sein Sohn hat eine Freundin, wir reden über Muslime.
Seine Tochter will heiraten, einen vernünftigen Bruder, der sagt, nee, oh, lern ihn erst mal kennen. Wallahi, muslimische Eltern. Der Bruder möchte heiraten, eine vernünftige, praktizierende Schwester. Nein, sie ist keine Türkin. Nein, sie ist keine Albanerin. Nein, sie ist keine Marokkanerin. Nee, warte mal, die kommt nicht aus unserem Dorf. Subhanallah. Wer also mit seinem Herzen nicht das Gute erkennt, sagt er, und nicht das Böse verabscheut, dessen Herzen wird umgedreht von oben nach unten. Das heißt, er bekommt ein totes Herz. Den juckt das gar nicht mehr, was mit den Uiguren in Türkistan passiert. Dass sie dort massakriert werden, in KZ-Lagern sind, so wie die Juden damals im Nazireich. Senegal, kümmert ihr, frag ihr mal über die Uiguren, kennt ihr gar nicht, wer sind die? Obwohl das die Vorfahren der Türken sind. Und auch Türken sind sozusagen. Die gehören zu den Türk-Völkern. Er weiß das gar nicht. Keine Ahnung hat er. Er weiß nicht, was noch in den Ende der 80er Jahren mit den Rumeli-Türken passiert ist. Wer kennt die Rumeli-Türken? Wisst ihr, was das sind? Ah, das sind die Türken aus dem Balkan. Ja, angefangen von Griechenland bis nach Mazedonien, Rumänien, Bulgarien und so weiter. Diese Türken nannte man damals im Osmanischen Reich Rumeli-Türken, das heißt Türken aus Rom, ja, also aus den Ländern der Römer. 89 wurden Tausende von Türken, Rumeli-Türken sozusagen, aus Bulgarien vertrieben, massakriert, vergewaltigt. Aber jemand, der, wie Ali Abi Talib gesagt hat, das Gute nicht kennt und das Böse nicht kennt und das Unrecht nicht erkennt, dem ist das egal, der weiß gar nicht, was passiert ist. Er kennt keine Geschichte, er kennt die Ereignisse nicht, das ist alles gleich für ihn. Zu diesem Thema, meine lieben Geschwister im Islam, gehört auch etwas dazu. Und zwar, dass wir an erster Stelle Dua machen, dass Allah subhanahu wa ta'ala das Böse entfernt. Das gehört dazu, wenn wir sagen, vom Herzen her verabscheuen, dann gehört dazu, dass wir Dua machen, sagen, oh Allah, entferne diesen dieses Abscheu. Entferne das Böse. Ja Allah, nimm die Strafe von uns weg. Ja Allah, nimm deinen Zorn von uns weg. Es gehört dazu, dass wir Dua machen. Ja Allah, vergebe uns. Ja Allah, verzeih mir, dass ich nicht die Möglichkeit habe, meine Familie zu ändern. Ja, weil ich weiß, viele von euch haben Probleme in der Familie. So wie ich, wie wir alle. Ja. Du siehst, der Bruder praktiziert, mashallah, bei seiner Familie Chaos. Ja? Der kommt nach hier, hört, qala Allah, qala Rasulullah, die Brüder sind nett, alles ist gut, schön. Er kommt nach Hause, Tarkan wird auf 100 Volume aufgedreht. Ja? Ja? Die Schwester schminkt sich, parfümiert sich, die Mutter, der Vater, die sagen, du bist radikal geworden, Probleme hier, Probleme da. Und Er kann nicht wirklich was ändern. Das heißt, du musst Dua machen. Ja Allah, bitte rechtleite meine Familie. Ja Allah, ändere meine Familie. Ja Allah, damit fängt das an, Dua. Dann den Wunsch haben, dass das Böse entfernt wird. Du musst den Wunsch haben vom Herzen her, dass das Böse entweder durch dich oder jemand anderen entfernt wird. Das heißt, du musst sagen, ja Allah, wenn du nicht die Möglichkeit hast, gebe den Predigern und den Gelehrten und den Schülern des Wissens den Erfolg, das Böse zu beseitigen. Und du musst den Wunsch haben, dass die Prediger weitermachen. Weil, Brüder, die Prediger, diese kleinen, wenigen Prediger, die wir jetzt in Deutschland haben, das ist eigentlich ein Witz. Im Vergleich zu der Zahl, zu der Anzahl der Muslime. Wie viele Muslime leben in Deutschland ungefähr? 5 Millionen, 6 Millionen, mittlerweile bestimmt 10 Millionen. Wie viele Prediger haben wir, die auf Deutsch predigen? Vielleicht, wenn es hochkommt, 20. Wenn es hochkommt, 20, 30. Das ist ein Witz. Und deswegen, die wenigen Prediger, die wir haben, die müssen wir nicht noch kaputt machen. Und sagen, oh, der hat so gesagt, der hat so gemacht und kritisieren. Und ja, ich weiß. Keiner von uns ist perfekt, wir sind keine Engel. Wir machen alle Fehler. Aber Achi, yani, wir haben nicht viel, yani. Das, was wir da haben, müssen wir zufrieden sein und sagen, ja Allah, gib ihnen Erfolg. Das Mindeste, was du machen kannst, sagst, ja Allah, gib ihnen Erfolg.
Wir wollen kein Geld haben, wir wollen keinen Ruhm haben, keine Klicks haben. Das Einzige, mach Dua, dass Allah, Allah gibt ihnen Erfolg. Weil Prediger zu sein oder sich aktiv in der Dauer zu beschäftigen, ist nicht leicht. Angefangen vom Vorstand bis zum Prediger, das ist nicht einfach, wie manche denken. Das sind Probleme. Die Moscheen, wisst ihr, was für einen Druck die Moscheen haben? So ein Druck, Gesundheitsamt, Staatsschutz, Verfassungsschutz, Druck ohne Ende. Ich meine, ich befürworte das nicht, was sie machen. Ne? Viele Moscheen machen Fehler. Die laden den Prediger aus, die machen die Dauer, bringen sie zum Stillstand, weil da irgendjemand Druck macht. Aber ich kann es auf eine Seite verstehen, das ist viel Druck. Die Prediger auch. Jeder Prediger hat mindestens einmal im Leben eine Razzia bekommen. Ja? Da ist Problem hier dann mit den Behörden, dies, das, bei der Abreise, Einreise, im Flughafen. Das sind so viele Probleme, meine Geschwister im Islam. Dann gibt es irgendwelche Hater, irgendwelche Sektenanhänger, irgendwelche Lügner, die bei einem Prediger irgendwelche Sachen verbreiten. Ja, dann ist mindestens, was wir machen, dass wir sagen, oh Allah, gib ihnen Erfolg. Ja. Das heißt, du musst den Wunsch haben, dass das Böse beseitigt wird. Und du musst die Hoffnung haben, dass das Böse beseitigt wird. Und du musst genau wissen, dass das Böse irgendwann mal weggeht. Weil das Böse, egal wie groß es erscheint, es ist schwach, es ist wie so ein Kartenhaus. Und Wallahi, glaubt es mir, das Böse ist nur stark geworden, weil wir schwach geworden sind. Ist so. Damals, wisst ihr, was die Russen gemacht haben, wenn sie ihre Kinder zum Schlafen bringen wollten? Die haben gesagt, geh schlafen, sonst kommt der Osmane. Wirklich, geh schlafen, sonst kommt der Türke. Also mit Türke meinen sie Muslim, ja? Mit Osmane meinen sie Muslim. Deswegen auch im Balkan zum Beispiel hört man auch oft Türke. Ja? Die sagen zum Beispiel zu den Bosniern, zu den Albanern, die Muslime sind, Türke. Damit meinen sie Muslime, weil damals haben viele Nicht-Muslime gesagt, sondern die haben gesagt Türke. Ja? Obwohl er Albaner ist oder Bosnier ist oder aus Sanjak kommt oder wie auch immer. Er ist Muslim, er ist von der Ethnie her kein Türke, aber man hat gesagt Türke. Die haben gesagt, geh schlafen, sonst kommt der Türke. So einen Respekt hatten sie vor den Muslimen. Warum? Weil die Muslime stark gewesen sind. Aber dann, als die Muslime schwach geworden sind, ist das Böse was? Stärker geworden. Aber wir müssen wissen, das Böse, egal wie groß es erscheint, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَإِنَّهُ زَاهِرْ. Er sagt über das Al-Batil, ja? Er sagt über das Falsche, das Böse, es ist eine Sache, die weggeht. بِإِنِّ an. Und Akhiba zu den Muttaqin, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Das Ende gehört wem? Den Gottesfürchtigen, dem Islam. Dann muss man Freude haben, wenn jemand von den Gelehrten und den Schülern des Wissens das Böse beseitigt hat. Man muss Freude haben, wenn man sieht, guck mal, da ist eine Predigt, da ist Dawah, da ist auch international, ja? Es gibt Leute wie Uthman Farooq, Mohammed Hijab und so weiter, die viel mehr machen als wir, muss man ehrlich zugeben. Und die auch viel mehr Möglichkeiten haben als wir. Uns werden sehr viele Türen zugemacht, es gibt viele Einschränkungen. Elmohim, dass man sich freut, wenn man sowas sieht. Boah, guck mal, der gibt da richtig Gas. Der macht diesen Atheisten richtig fertig, verbal. Und der macht hier und da und... Versteht ihr, was ich meine? Obwohl bei Othman Farooq kommt es manchmal auch, ja? Zu handgreiflichen Dingen, ja? Der Bruder ist mashallah sehr stabil, Allahumma barik, ja? Dass man sich freut, wenn man sowas sieht. Dass man sich freut, wenn ein Prediger Gas gibt, dass man sagt, subhanallah, wenn da jemand konvertiert ist und so weiter, dass man diese Freude im Herzen verspürt, wenn der Gelehrte, der Schüler des Wissens das Böse beseitigt hat. Dann am Ende muss man vom Herzen her das Böse verabscheuen und diejenigen, die das Böse praktizieren, das Böse verbreiten. Man muss im Islam Liebe und Abscheu haben. Al-Wala wal-Bara. Wenn du sagst, wenn du konvertierst zum Islam, was sagst du? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Richtig? Das bedeutet, bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Und das? Muhammad? Genau. Das hat aber eine sehr tiefe Bedeutung, die viele von uns vernachlässigen. Es bedeutet vor allen Dingen, was? Es bedeutet, dass du sagst, ich
zeige meine Loyalität Allah und den Gläubigen und ich sage mich los vor dem Kuffer und dessen Anhänger. Das heißt, du musst den Kuffer verabscheuen und im Allgemeinen die Anhänger des Kuffer verabscheuen. Genauso hier. Du musst das Böse verabscheuen, denn ohne Hass gibt es keine Liebe. Also wir sind keine verrückten Sufis, die irgendwie nur rumtanzen und sagen, Liebe hier, Liebe da. Ja? Allah liebt, Allah liebt. Nein, Allah liebt und Allah verabscheut auch. Und genauso der Gläubige. Der Gläubige liebt, aber er verabscheut auch. Der Gläubige liebt das Gute und er verabscheut was? Das Schlechte und das Böse. Und genauso hier, du musst das Böse verabscheuen und genauso diejenigen, die das Böse verbreiten. Du musst das Unrecht verabscheuen und genauso die Ungerechten, die das Unrecht verbreiten. Diejenigen, die auch in den muslimischen Ländern, die Gelehrte ins Gefängnis stecken, Gelehrte foltern lassen, mit den Kuffar zusammenarbeiten, gegen den Islam und die Muslime, die die Länder des Islam verkaufen, das Öl verkaufen, Gas verkaufen. Ihr wisst, was ich meine. Diese Heuchler, diese Tyrannen, du musst sie verabscheuen. Sonst bist du kein wahrer Gläubiger. Du musst sie vom Herzen her verabscheuen, weil sie Muslimen Unrecht tun. Und weil sie Gelehrten vor allen Dingen Unrecht tun. Das heißt, du musst das Böse und die Bösen verabscheuen. Du musst das Unrecht und die Ungerechten verabscheuen. Genauso das Thema, was ich am Anfang angesprochen habe, LGBTQ. Du musst das verabscheuen, genauso diejenigen, die das verbreiten. Und diejenigen, die das vermarkten und propagieren. Ich meine, selbst die Nicht-Muslime verabscheuen sie. Wallah, es gibt viele Deutsche, Nicht-Muslime. Nennen sie Querdenker, nennen sie Nazis, nennen sie wie auch immer, Nationalisten. Al-Muhim, Deutsche, die wirklich Deutsche sind. Und die Deutsche bleiben wollen. Sie verabscheuen das genauso. Und sie verabscheuen vor allen Dingen diejenigen, die das verbreiten. Warum sollen wir das nicht machen? Wir sind eher diejenigen, die das verabscheuen, dagegen reden. Wisst ihr, was ich meine? Das heißt, vom Herzen her das Böse verabscheuen, vom Herzen her das Böse vermeiden. Und da fängt auch alles an. Weil du wirst niemals gegen das Böse reden können. Und du wirst niemals das Böse beseitigen können, wenn du nicht das Herz dafür hast. Glaub es mir. Wenn du nicht das Herz dafür hast, wirst du auch irgendwann mal, es gibt mittlerweile Audible in Amerika und das wird auch hier kommen. Erinnert euch an meine Worte. Es gibt in Amerika jetzt mittlerweile Prediger, wie dieser Omar Suleiman, ja, ein gewisser Omar Suleiman, die sagen, LGBTQ ist kein Problem und Schwule und Lesben, das ist auch kein Problem und so weiter und so fort. Und der trägt einen Bart, der trägt so eine Gebetsmütze und der läuft sogar auf Demos von LGBTQ-Leuten und so weiter. Und das wird auch hier kommen. Wartet ab. Ich rede jetzt nicht von Shaitan Atesh und so und Khoshido und so. Die sind sowieso... ich rede von anderen Leuten, die irgendwann mal auch damit anfangen werden, zu sagen, das ist kein Problem. Lass die leben. Liebe ist Liebe. Ja? Und deswegen, meine lieben Schwestern, wenn wir nicht vom Herzen das Böse verabscheuen, dann wird das dazu führen, dass wir das Böse als normal ansehen. Und dass wir das Böse sogar verbreiten. Dass wir sagen, es ist kein Problem und dass wir sogar mitmachen und erledigen. Dann mögen wir uns bewahren. Deswegen, ihr solltet dieses Thema zu Herzen nehmen. Ja, wir haben die ganze Zeit über das Herz gesprochen. Und wir sollten inshallah anfangen, beim Herzen anzufangen, weil da das Herz ist das Zentrum. Ibn Qayyim rahimahullah sagte nicht umsonst, er sagte, das Herz ist der König der Organe. Hände, Füße, Augen, Ohren, Zunge, das sind alles Soldaten. Und diese Soldaten haben einen König. Dieser König heißt wie? Herz, Al-Qalb. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht umsonst, ala inna fil jasadi mudghatan. Im Körper des Menschen gibt es ein Fleischstück. Mudra. Ein Fleischstück, klein. Im Gegensatz zum Kopf, zu den Füßen, zu den Beinen. Nein. Idha saluhat, saluha al-jasadu kulluhu. Wa idha fasadat, fasada al-jasadu kulluhu. Ala wa hiya al-qalb. Er sagte, wenn dieses Fleischstück gut wird, dann wird der ganze Körper gut. Wenn dieses Fleischstück schlecht wird, dann wird der ganze Körper schlecht. Und das ist das Herz. Allahu Akbar. Deswegen,
Lasst uns da anfangen und lasst uns unser Herzen stärken mit dem Wissen und mit der Liebe und der Liebe zum Guten und dem Abscheu zum Bösen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Erfolg geben und uns unsere Sünden vergeben. Hada wallahu alam. Subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk wa barakallahu fikum. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد